Herzlich willkommen zu Börse at Home heute am Montag zusammen wieder mit Christoph Leichtweis von IPOS. Sie kennen ihn sicherlich schon von unserem letzten Webinar am 25. Januar 2022. Da sah die Welt noch etwas anders aus. Auch hier haben wir über die perfekte Anlagestrategie gesprochen und ich freue mich, Christoph, dass du heute wieder dabei bist und zum einen noch mal einen Rückblick gibst zu den Worten, die du im letzten Jahr gesagt hattest und die Empfehlungen. Wir gucken noch mal, ist das so eingetroffen? Ist das noch gültig? Beziehungsweise was gilt im aktuellen Umfeld mit der neuen Geldpolitik, mit einer hohen Inflation, die letztes Jahr im Januar noch überhaupt nicht zu erwarten war? Genau, Christoph, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, sagen, was deine Rolle bei IPOS ist, was man als Vermögensverwalter macht im Family Office und dann freuen wir uns sehr über deinen Vortrag. Sie, liebe Zuschauer, können sehr gerne Fragen stellen, die wir im Anschluss dann beantworten. Die Session wird wieder aufgezeichnet. Sie bekommen den Link im Anschluss oder wenn Sie bei YouTube dabei sind, gerne einen Daumen hoch. So, Christoph, schön, dass du da bist an diesem Montag. Wir hatten gerade schon gesagt, quasi eine Tradition, zweimal im Jahr bist du da, dieses Mal wieder mit dem Thema Anlagestrategie. Magst du kurz nochmal für die, die dich nicht kennen, dich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Christoph Leichtweis. Wir betreuen deutschlandweit und in Österreich und der Schweiz vermögende Privatkunden und auch Firmen, meistens Familien geprägt, also der typische Mittelstand und das Kundenklientel reicht vom typischen Private Banking Kunden bis hoch zum Single Family Office. Von daher sehen wir natürlich sehr viele verschiedene Kundensituationen, strukturieren dort die Vermögen und da wir, glaube ich, auch dann sehr viele Themen sehen auf der Vermögensstrukturierungsseite, im Austausch sind mit, ich glaube, allen relevanten Asset Managern in der Dachregion, aber natürlich auch noch steuerlich-rechtliche Implikationen mit zu berücksichtigen haben, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Überblick und darauf aufbauen möchte ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten aktuelle Denkanstöße liefern. Auch nochmal im Rückblick zum letzten Jahr, weil auch das ist wieder, glaube ich, eine gute Lektion für die Zeit, die vor uns liegt, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen mit Preisprognosen, wo der DAX steht zum Jahresende und wie die Inflationsraten sind und ob die Konjunktur besser oder schlechter läuft. Da kann man in Anführungsstrichen nicht besonders viel mit anfangen und das wollen wir uns nun auch betrachten. Von der Agenda wird es so sein, dass wir uns zunächst die Vermögenspreise im Jahr 2022 anschauen und Sie lesen ja häufig, man konnte das nicht vorhersehen. Die Vermögenspreise sehr ungewöhnlich. Wir hatten den Krieg Russlands gegen die Ukraine, was immer noch anhält, mit allen Konsequenzen auf der politischen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, aber natürlich auch an den Konsumgüter- und Vermögenspreismärkten. Das werden wir uns anschauen. Da gibt es auch wieder gewisse Lektionen. Dann letztes Jahr war ja ein großes Thema. Sie erinnern sich im Januar 22, da war die Mehrheitsmeinung noch, naja, die Zinsen werden ein bisschen steigen, aber die Unternehmensgewinne wachsen solide. Im Ergebnis wird es ein positives Aktienjahr werden, 6 bis 7%. So der historische Durchschnitt wurde als Blaupause genommen. Und dementsprechend waren die meisten Anleger sehr, sehr stark übergewichtet in Aktien. Und teilweise noch aufgrund der erlernten Effekte aus der Corona-Pandemie, der Spieltrieb war immer noch latent vorhanden. Das schauen wir uns an. Und damals war ja die Idee Multistrategie statt Multimanager. Das werden wir uns betrachten. Was hat funktioniert, was nicht? Und ist es schlimm, dass etwas nicht funktioniert hat im gesamten Kontext? Dann Inflationsüberraschung und Diversifikation. Warum 2021 kein guter Leitfaden war für 2022? Das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar. Aber auch 2022 ist keine Leitlinie für 2023. Also auch da nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn Sie heute überlesen, Aktien und Anleihen, Risikostreuung funktioniert nicht mehr. Das waren wichtige Inhalte Ende 21, vor der Inflationsüberraschung, vor der Wende der Geldpolitik. Nach der Wende der Geldpolitik müssen wir da vielleicht auch neu denken und Praxisportfoliostrukturierung, auch das. Anleihen sind zurück. Diese Vermögensklasse war ja quasi tot, vollkommen verzerrt durch die Notenbanken, Rendite-Risikoprofile, die sehr einseitig waren. Da war es häufig sinnvoll, sich nicht auf
irgendwelche Strafzinsvermeidungsstrategien einzulassen oder auf sonstige Spekulationen, nur um kein Verwahrentgelt zu bezahlen. Und deswegen Anleihen, die sind zurück. Und wir schauen uns das an, sowohl in ihrer Funktion als Rücklage. Also lohnt es sich, bei der Bank zu bleiben mit meinem Tages- und Festgeld oder gehe ich lieber direkt an den Kapitalmarkt? Und wo ist eigentlich der Unterschied, den die verschiedenen Rollen von Anleihen im Portfolio-Kontext einnehmen können? Welche Überlegungen gibt es da und wie ist es aus der Perspektive eines privaten Anlegers letztendlich auch zu sehen? Und ich denke, die meisten von Ihnen sind ja klassische Privatanleger. Wir springen direkt hinein, schauen auf das Jahr 2022 und der wesentliche Mechanismus, den wir im letzten Jahr gesehen haben, den finden Sie entsprechend hier skizziert. Wir hatten hohe Inflationsraten, eine sehr, sehr stark negative Inflationsüberraschung. Die Inflationsraten kamen deutlich stärker hinein, als das Kapitalmarkterwartungen eingepreist hatten, kamen deutlich stärker und nachhaltiger rein, als es die Notenbanken in ihrer Kommunikation antizipiert haben. Denken Sie an das Thema transitory, also vorübergehend. Also eine hohe Inflationsüberraschung auf der negativen Seite hat die Notenbanken gezwungen, von ihrer sehr, sehr expansiven Geldpolitik abzuweichen, also Zinsen zu erhöhen und auch die Kommunikation bezüglich der Veränderung der Bilanzsumme vorzunehmen. Sie erinnern sich vielleicht noch, allein in der Corona-Pandemie ist die Bilanzsumme der US-amerikanischen Notenbank hat sich nahezu verdoppelt. Also ein unheimlicher Eingriff in die Geldschöpfung an dieser Stelle. Die Experten unter Ihnen wissen vielleicht, man muss differenzieren zwischen Notenbank-Geldmenge und dem, was dann auch an den regulären Preisen an der Ladentheke ankommt. Aber wir haben gesehen, eine deutlich straffere Geldpolitik, dementsprechend Amerika, das waren die ersten der etablierten Notenbanken, die das angestrebt haben. Dementsprechend der Dollar hat auch stark aufgewertet und dementsprechend war der Dollar auch the place to be im letzten Jahr, war neben Trendfolgern die einzige Kategorie mit einem Plus, was wir entsprechend gesehen haben. Dann die große Frage im nächsten Schritt war, wenn die Notenbanken die Zügel anziehen, dann muss es das Wachstum treffen. Und natürlich haben wir doch dazu gesehen, die Null-Toleranz-Politik Chinas, die wirkt natürlich auch sehr stark bremsend. Also das auch negativ, weil China natürlich einen enorm hohen Einfluss auf die globale Konjunktur hat. Und dann war die Erwartung, irgendwann lässt der Inflationsdruck nach, weniger Druck auf die Notenbanken. Und das können Sie daran ablesen an den Diskussionen, wie stark wird der Zins erhöht, was macht die USA, wird es 5¼, wird es vielleicht 5 oder vielleicht sogar gar 8%, wie zwischenzeitlich mal diskutiert wurde. Also nicht nur, wie hoch steigt der Zins, sondern auch, wie lange bleiben die Zinsen auf hohem Niveau. Und am Ende des Tages natürlich damit diese Frage hier ganz wichtig für die Bewertung von Vermögenspreisen. Das war der wesentliche Mechanismus im Jahr 2022 und Geld bekam wieder einen Preis. Also nach dieser Phase, bei der Geld nichts gekostet hat, nachdem es keine Zinsen gab, nachdem Vermögenspreise ohne die Gravitation durch Zinsen im luftleeren Raum geschwebt haben, da haben wir gesehen, der Zins ist zurück und das sehen Sie hier dargestellt, gemessen an der Ertragskennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, vereinfacht gesprochen immer, welchen Preis bezahle ich für einen Vermögenswert, also nehmen Sie hier von mir aus den aktuellen Aktienkurs, kann man natürlich auch aggregieren auf Indexebene, im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Also das Wievielfache eines Jahresgewinns bezahle ich, um einen Vermögenswert zu erwerben. Und vereinfacht gesprochen, das sehen Sie hier in der Methodik, wenn ich einen Gewinn habe von 5 € pro Aktie und aufgrund des Zinsniveaus und der Aussichten sagt man, naja, ein angemessener Faktor, um Unternehmen zu bewerten, ist der Faktor 20. Dann haben Sie einen Gewinn von 5 € pro Aktie, der Faktor ist 20, also ist der aktuelle Aktienkurs 100. So die vereinfachte Darstellung. Ähnlich natürlich auch bei Immobilien, da nennt man das Ganze vervielfältiger. Und dann haben wir schon gesehen, es kommt eine Zinsänderung, Vermögenspreise werden neu diskontiert und wir unterstellen jetzt, der neue Faktor, den man annimmt, aufgrund der gestiegenen Zinsen wäre 16, der Gewinn bleibt gleich, dann sehen Sie, dass aufgrund dieser fundamentalen Änderung ist eben der neue, faire, fundamentale Wert 80. Das heißt, wir sehen eine Neukalibrierung und das hier auch im Takeaway dargestellt. Multiplikatoren stehen immer im Verhältnis zu alternativen Anlagen, insbesondere zu den zinsgetriebenen Anlagen. Steigende Zinsen müssen sich in niedrigeren Multiplikatoren
niederschlagen. Und Ceteris Paribus entspricht dies geringeren Kurs. Und das der große Mechanismus, den wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Höhere Zinsen haben zum einen Aktien, also breite Kapitalmarktpreise auf Indexebene im Preis zurückgehen lassen, aber natürlich die Effekte auch bei den Anleihen zu sehen, weil wenn die Zinsen steigen, dann müssen bestehende Anleihen im Kurs fallen. Also das war der wesentliche Mechanismus mit den offensichtlichen Konsequenzen und dementsprechend sehen Sie auch hier für das Kalenderjahr 2022 isoliert betrachtet, also wirklich nur das Kalenderjahr, da sehen Sie eben, naja, wo haben die Vermögenspreise geschlossen? Schwellenländer im Dollar gerechnet -20%, Aktien USA -18%, Aktien Welt. Klar, der amerikanische Teil macht einen Großteil aus. Marktkapitalisierungsgewichtete Logik heißt ja immer, es wird das am höchsten gewichtet, was die höchste Marktkapitalisierung hat. Also sehr stark trendfolgend. Vor der Finanzkrise waren das Banken und Versicherer. Jetzt nach Jahren der Tech-Dominanz waren das natürlich US-amerikanische Wachstumstitel. Und da sehen Sie eben Aktien Europa, andere Branchen, andere Sektorgewichtung hat sich deutlich besser gehalten als der globale Aktienmarkt. Warum? Naja, wir hatten vielleicht so ein bisschen die Rückkehr der Bewertungsthematik. Also über Jahre Bewertungen keine Rolle gespielt, weil es gibt ja Zinsen oder es gibt ja keine Zinsen. Die Zinsen kamen zurück und deswegen sehen wir das aus der Bewertungsperspektive auch logisch, in einer Welt der Zinswende, dass sich günstiger bewertete Aktienmärkte, sogenannte Value- oder Substanzmärkte, besser halten. Und dementsprechend auch für Sie als Anleger immer wichtig, schauen Sie nicht nur auf regionale Indizes, sondern schauen Sie auch auf die Branchenzusammensetzung. Und dann sehen wir hier Gold, -0,22%, aber war ja auch eine deutliche Enttäuschung, weil im Umfeld, wo wir 2021 deutliche Inflationsüberraschungen gesehen haben, da hat Gold ja leider überhaupt nicht funktioniert. Also das waren die großen Vermögensklassen im Überblick und in der Kombination, wenn Sie natürlich bei Aktien verlieren aufgrund der Neukalibrierung, wenn Sie bei Anleihen verlieren aufgrund der steigenden Zinsen, dann müssen gemischte Portfolios natürlich deutlich im Minus sein. Interessanterweise im letzten Jahr, wenn Sie defensive Anlageprofile betrachten und offensive, also deutlich unterschiedliche Gewichtung von Aktien und Anleihen, dann sehen wir, die sind nahezu ähnlich schlecht gelaufen. Also beide vielleicht mit -10%. Und je stärker man sich in den Anlagenotstand reindrücken lassen, also mehr Restlaufzeit bei Anleihen und mehr, ich sag mal, Anlagesegmente im Aktienbereich, die eigentlich nur davon profitieren, dass es keine Zinsen gibt, plus ein bisschen Spieltrieb, desto deutlicher weicht das Ergebnis zum Negativen ab. Also Neukalibrierung. Jetzt hat sich alles geändert. Sie wissen, vielleicht die meisten sind der Meinung, das erste Quartal wird schwierig. Wir haben die bekannten Probleme. Wir bekommen eine Rezession. Wer weiß, ob die Unternehmen ihre Profite, ihre Margen auf dem jetzigen Niveau halten können. Die Löhne steigen, die Inputpreise sind entsprechend auch gestiegen. Also viele Marktteilnehmer eher sehr defensiv. Sie haben einen Gleichklang der Marktprognosen und dann kommt es immer anders, als man denkt. Und wir sehen hier die Entwicklung seit dem 1.1. dieses Jahres. Wir sehen die Schwellenländer als stärkste Märkte. Europa auch wieder sehr stark. Hier die USA und der globale Aktienmarkt. Gold entsprechend in Grau auf Höhe dessen, was wir für US-Aktien gesehen haben und auch die Anleihen mit 2,25% im Plus. Also das ist die Entwicklung und Sie sehen schon auch hier wiederum der Gleichklang, der meistens auf den Daten basiert, die alle zur Kenntnis nehmen, der war zumindest für jetzt auch wieder etwas irreführend. Aktien haben sich übrigens wie im Lehrbuch verhalten. Es macht Sinn, wenn Sie Aktienmärkte betrachten, auch auf die sogenannten Faktorprämien schauen. Hier geht es jetzt weniger darum zu sagen, welcher Faktor, welche Gewichtung hat langfristig die stärkste Performance, sondern es geht aus der Analyseperspektive eben nicht nur aus regionaler Perspektive, Länderindizes oder Branchengewichtung, sondern auch aus dieser Faktorperspektive zu schauen. Hier beispielhaft aus dem globalen Aktienmarkt eine andere Gewichtung, zum Beispiel hier in Orange eine Gewichtung, bei der man versucht, das Portfolio mit möglichst geringen Schwankungen zu konstruieren. Und das wäre ja, wenn Sie im Jahr 2022 die Glaskugel gehabt hätten und Sie hätten sich gefragt, naja, die Lage wird schwierig, was wäre dann eine Gewichtungsmethode gewesen, die erfolgreich gewesen wäre? Die wäre natürlich hier dargestellt, Minimum Volatility, niedrige
Schwankungsbreite. Und was wir noch sehen ist, wir hätten erwartet, dass im Zinsumfeld, wo wir steigende Zinsen haben, wo Bewertungen wieder eine Rolle spielen, eben die dargestellte Neukalibrierung, da hätten wir erwartet, dass Substanzwerte besser performen als die jahrelang beliebten Qualitätswerte, hier dargestellt mit hohen Margen, guter Profitabilität und einer guten Eigenkapital-Fremdkapitalstruktur in der Bilanz. Und wir sehen wirklich, die Kapitalmärkte haben sich wie im Lehrbuch verhalten. Der beste Aktienstil, übrigens die Renditeentwicklung, ist inklusive Euro-Dollar-Entwicklung, was ja im letzten Jahr sehr vorteilhaft war, aufgrund der Euro-Schwäche. Da sehen wir, es ist genau das passiert, was man erwartet hätte. Aktien mit geringerer Schwankungsbreite in der Optimierung haben sich besser gehalten. Substanzwerte haben sich besser gehalten. Das, was vielleicht ein bisschen teurer war, hat sich am schlechtesten dargestellt. Und auch Size, kleinkapitalisierte Unternehmen im Risk-Off-Umfeld typischerweise schwächer. Also Aktien haben sich wie im Lehrbuch verhalten für diese Phase. Das heißt, in der Zusammenfassung, wenn wir das nochmal betrachten, steigende Zinsen, Geld hatte wieder einen Preis, spekulative Positionen am stärksten betroffen. Hier sehen Sie mal so einen Meme-Stock-Index. Sie erinnern sich alle noch an die Thematik rund um Wall Street Bets und Spekulationen auf Einzelaktien, wenn er die Crowd von vielen jungen Investoren versucht hat, hier entsprechend zusammen zu agieren. Da sehen Sie mal so einen Index mit ungefähr 70% Verlust. Und das sehen Sie auch bei vielen sehr Tech- oder wachstumslastigen Anlagestrategien. Denken Sie an ARK Innovation und Ähnliches, die dann ja doch mal 40-70% Verlust gemacht haben, weil das waren eben viele Geschäftsmodelle, die haben kein Geld verdient. Die Hoffnung war nur drauf, irgendwann mal Gewinne zu produzieren. Und da haben wir natürlich die größte Anfälligkeit, wenn auf einmal doch wieder Gewinne, also echte Gewinne in der Realität, in der näheren Zukunft und Bewertungen wieder zählen. Dann haben wir diese Neukalibrierung der liquiden Vermögenswerte an der Börse, also natürlich auch viele Unternehmen, die sehr gute und solide Geschäftsmodelle haben, aber die einfach zu teuer geworden sind. Also man kann auch gute Unternehmen zu einem zu hohen Preis kaufen. Anlagenotstand war das große Thema. Und was wir natürlich auch noch aktuell sehen, Neukalibrierung der Vermögenswerte bei den illiquiden Vermögensklassen. Denken Sie an Immobilien. Der Markt ist noch im Wesentlichen eingefroren. Das Angebot steigt, die Refinanzierungskosten steigen. Aber auch bei Private Equity, Venture Capital und Ähnliches, da ist die Neukalibrierung noch in vollem Gange. Also vielleicht als Leitsatz, auch für die Zukunft, der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Ist er zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Wenn Sie dann noch die Corona-Phase nehmen, bei der wir das Hand in Hand von Staaten, die sich verschuldet haben, um die Wirtschaft trotz der Schließungen am Leben zu halten, die Bevölkerung ruhig zu halten, da hatten wir einen unheimlich starken Eingriff ins System. Zinsen runter, Konjunkturprogramme, Finanzierung der Neuverschuldung im Wesentlichen über die Notenbanken. Dann waren natürlich der Grundstein gelegt für Fehlallokationen von Kapital. Dann die Fehlentwicklungen haben wir dann nach und nach gesehen, eben sehr stark bei den sehr spekulativen Themen, Themenfonds, zum Teil auch Kryptowährungen und die etablierten Vermögensklassen eben im Rahmen dieser Neukalibrierung und die illiquiden Vermögensklassen. Da stehen wir aus meiner Sicht eher noch am Anfang der Neukalibrierung. Wer heute mal Immobilienrenditen rechnet und rechnet diese mit den Opportunitätskosten des heutigen Zinsniveaus, der wird sehr schnell zur Erkenntnis kommen, dass vieles von dem, was private Anleger noch in ihre Vermögensbilanz schreiben, was die Immobilie wert sein soll, genauso, wie soll ich sagen, positiv verzerrt ist aufgrund der alten Zinsen, wie das, was vielleicht der ein oder andere Investor noch im Rahmen der Bewertung von Immobilienportfolios bei Immobilienaktiengesellschaften oder Ähnliches auch gezeigt hat. Also das der Rückblick auf das letzte Jahr. Das heißt, man konnte letztes Jahr punkten, wenn man sich Anfang 22, als alle Welt noch von Themen, Kryptos und der neueste heiße Shit, wie man sehr umgangssprachlich sagen würde, wenn man da das Gegenteil getan hat. Ein bisschen weniger Restlaufzeit bei den Anleihen, nicht zu sehr in die spekulativen Segmente rein, die kein Geld verdienen. Und auch das ja etwas, was wir uns letztes Jahr im Webinar gemeinsam angeschaut haben. Damals hatten wir einen Sektor-ETF für US-Technologiewerte, sehr stark geprägt, dieser Index von einer einzelnen Aktie, ASML, die war extrem hoch bewertet. Und wenn Sie sich das heute anschauen, dann
auch nochmal vielleicht das Video von letztem Jahr nochmal auf YouTube betrachten. Dann haben wir schon mit der Idee ganz gut gelegen, dass man Bewertungsfaktoren grundsätzlich langfristig schon auch berücksichtigen muss. Also, das ist das wesentliche Thema. Geld ist zurück. Der Zins als Preis des Geldes hat wieder eine wichtige Lenkungsfunktion. Und von daher ist das, was wir gesehen haben, auch sehr klar und deutlich. Wie gesagt, eine Lektion ist natürlich immer auf die Bewertung zu achten. Das ist das eine. Und vor allem auch, das sehen wir häufig bei privaten Anlegern, gucken Sie sich den Index an. Wenn Sie einen ETF kaufen oder ein Zertifikat auf einen Index. Ein Index hat auch Kennzahlen. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis, Dividendenrendite, Zusammensetzung. Also ein Index ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Sie haben jemanden, der einen Index berechnet. Und dann ist die Frage, passt diese Indexberechnungslogik und das Ergebnis, was sich ergibt, zu den Charakteristika, die Sie im Portfolio haben möchten? Wenn ja, dann gut. Wenn nein, dann ist die Frage, was müssen Sie noch tun mit alternativen Gewichtungsmethoden oder ergänzenden Maßnahmen, um insgesamt die Vorteile von klassischen Indexinvestments, Marktkapitalisierung, was Vor- und Nachteile hat, so zu kompensieren, dass es Ihrer Gesamtausrichtung auch Rechnung trägt. Wir haben damals gesagt, Multistrategie macht Sinn. Es macht keinen Sinn, das, was viele Anleger tun, zu sagen, ich kaufe 4 vermögensverwaltende Fonds, gleicher Ausrichtung. Also wenn Sie 4 Mandate vergeben in Fondsbasis oder Sie mandatieren 3, 4 Vermögensverwalter und Sie sagen, jeweils, ich hätte gerne ein ausgewogenes Portfolio mit der Benchmark, Vergleichsmaßstab, 50 Aktien, 50 Anleihen. Dann hat der eine Manager mal 5% mehr Aktien, der andere 5% weniger, der eine hat 5% mehr Value, der andere 5% mehr Growth. Dann bleibt am Ende was übrig? Die Rendite-Risiko-Umgebung, die Sie selbst vorgegeben haben, abzüglich Kosten und individueller Fehlentscheidung. Und deswegen, das große Thema letztes Jahr war Multistrategie statt Multimanager. Und da springen wir auch direkt hinein. Wir haben gesagt, sehr vereinfacht gesprochen, haben wir ja eigentlich nur 3 Strategien. Zum einen sind das die marktabhängigen Strategien. Die waren natürlich seit der Finanzkrise, insbesondere wenn Sie globale Aktienmärkte fokussiert haben, sehr erfolgreich. Warum war die erfolgreich? Die Notenbanken haben immer überrascht. Die Notenbanken haben immer mehr getan, als der Markt vorher erwartet hat. Noch ein bisschen mehr Aufblähung der Bilanzsumme, Zinsen noch ein bisschen niedriger, noch ein bisschen mehr klare Kommunikation, wie lange die Zinsen niedrig sind, Stichwort Forward Guidance. Und von daher war die Strategie sehr erfolgreich, einfach immer, wenn es runterging, zu kaufen. Und Anleger wurden dafür belohnt, weil die Phasen, wo der Markt zurückging und die Erholungsdauern, die waren sehr attraktiv. Denken Sie an Corona. Der Markt ist unheimlich stark gefallen im Rahmen der Corona-Pandemie, hat sich dann aber unheimlich schnell erholt. Das heißt, sie waren 7, 8, 9 Monate, hatten sie bereits ein neues Allzeithoch. Und auch da hatten wir letztes Jahr gesagt, die Relation von Schmerz, also von Preisrückgang und wie lange bin ich mit meinem Portfolio im Minus, zu dem langfristigen Vergleich, die ist die letzten Jahre extrem stark verzerrt. Weil was hatten wir alles nach der Finanzkrise? Euro-Staatsschuldenkrise, damals Mario Draghi mit Whatever It Takes, hat die globalen Portfolios nicht lange berührt. Dann hatten wir das Thema Brexit, hat die globalen Portfolios nicht berührt. Wir hatten das Thema Trump, war sogar ein Boost, weil er die Steuersätze für die US-Unternehmen gesenkt hat. Also alle diese Themen, die wir hatten, wurden relativ schnell weggebügelt. Das hat seine Krone gefunden in Corona. Und diese Ergebnisse führen dazu, dass viele Anleger mit einem unrealistischen Erwartungshaltung an Rendite-Risikoprofile gehen. Deswegen ganz wichtig, bevor Sie investieren, ob Sie das selbst machen, weil ansonsten muss es Ihr Berater, Ihr Vermögensverwalter, Ihr Finanzplaner tun. Schauen Sie sich langfristige Rendite-Risiko-Relationen am Kapitalmarkt an. Also für Ihre gewählte Anlagestrategie aus vielleicht, wenn Sie ausgewogen sind, 45 Aktien, 45 Anleihen, 5 Cash, 5 Gold. Schauen Sie sich an, wie stark war ein Rückgang? Wie lange hat es gedauert, ein neues Allzeithoch zu erreichen? Und dann werden Sie feststellen, die letzten 10 Jahre sind eine positive Verzerrung. Das heißt, wenn Sie die letzten 10 Jahre als Guideline nehmen, als Orientierung, dann werden Sie enttäuscht werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich die letzten Jahre wiederholen, ist nahezu ausgeschlossen. Die Geldpolitik ist anders. China hat bereits den Markt betreten, dieser positive Überraschungseffekt ist raus. Und insgesamt, wenn Sie die Spanne etwas weitermachen, die letzten 40 Jahre sind schwer zu wiederholen. Warum? Wir hatten den Fall des Eisernen Vorhangs.
neue billige Arbeitskräfte stehen im Weltmarkt zur Verfügung. Neue Absatzmärkte in Osteuropa sind entstanden. China wurde Teil der globalen Welt. Die billige Werkbank. Die Notenbanken haben immer positiv überrascht. Inflation war kein Thema. Die Geldpolitik konnte expansiv bleiben, ohne spürbare Nebenwirkungen. Wir hatten die geopolitische Ruhe, sogenannte Friedensdividende. Globalisierung war ein großes Thema. Arbeitsteilige Welt. Warum? Sie mussten sich nicht darüber Gedanken machen, ob sie ihr Export- oder Importpartner vielleicht im Regen stehen lässt, weil man unterschiedliche Ideen hat zur globalen Ausrichtung der Welt und zu den globalen Machtzentren. Und das alles ist natürlich nach vorne schauend nicht zu wiederholen im Vergleich zu den letzten 40 Jahren. Deswegen, jede Zeit hat seine Experten. Also wenn Sie heute Experten sehen auf YouTube und Sie haben Bücher und Finanzcoaches, dann basieren die oft tendenziell auch von den Zeitreihen, die ja lang sind, auf den letzten vielleicht 40 Jahren. Aber stellen Sie sich die Frage, sind die letzten 40 Jahre wiederholbar? Und wenn nein, wenn sie nicht wiederholbar sind, sind dann auch die Mechanismen in der Anlagestrategien isoliert betrachtet die sinnvolle Marschrichtung für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre? Das vielleicht nochmal als Denkanstoß an dieser Stelle. Also es gibt einmal dieses Marktthema, da sehen wir momentan die ganzen Experten, weil die Experten sagen, guck mal hier, die letzten 40 Jahre, kaufen, Rebalancing, fertig. Klar, die Rahmenbedingungen waren auch dafür. Wenn wir in 5 Jahren die Thematik haben, dass an den Kapitalmärkten nichts zu verdienen ist auf der Aktienseite, da haben Sie in 5 Jahren auf YouTube und Finanzcoaches irgendwelche Strategien, die dann vielleicht Hedgefonds sind oder die sonst irgendwie nach welchen Methoden auch immer die Vermögensstrukturierung auf taktischen Erwägungen strukturieren. Also jede Phase hat ihre Experten, aber leider immer erst rückblickend. Sprich, Sie wissen nicht, wer in 5 Jahren der Experte ist, der dann sagen kann, was war eigentlich die beste Anlagestrategie für die letzten 5 Jahre. Also aktuell das Thema Markt mit großem Enttäuschungspotenzial, glaube ich, was Erholungszeiten betrifft. Auf der anderen Seite Strategien mit Risikomanagement. Dann wird damals gesagt, es gibt nur zwei. Entweder kaufe ich Versicherungen, vereinfacht gesprochen Putz, oder ich folge einem Trend, sowohl auf der Seite fallender Vermögenspreise als auch steigender Vermögenspreise. Und wenn wir uns das nun anschauen, dann war bis Ende 21 war der Place to be ganz klar der Markt. Und ob Sie dann die Aktienquote 70% MSCI World und 30% mit Schwellenländern getan haben, ob Sie gesagt haben 80% Aktien mit 20% Investitionsreserve oder ob Sie gesagt haben, Sie kaufen sich ein Buch, wie baue ich mein optimales ETF-Portfolio, egal welche Strategie gewählt haben, die Strategie war quasi nicht zu schlagen. Also Markt. Wie gesagt, Risikomanagement hat eher schwach performt. Und unsere Idee war jetzt sagen, lieber Anleger, beim Markt könnte es vielleicht mal Probleme geben. Ihr sollt immer noch marktorientiert investieren, aber es macht vielleicht Sinn, mal 10% aus marktabhängigen Strategien wegzunehmen und die zum Beispiel in eine Strategie zu investieren, die laufend Versicherungen kauft oder die eben probiert, Trends zu folgen. Also ganz klar, der wesentliche Treiber ist der Markt, aber macht es Sinn, Teile meines Portfolios in andere Strategien zu investieren, um auf mehreren Beinen zu stehen. Also quasi Diversifikation, was die Strategieansätze betrifft, weil unterschiedliche Strategieansätze in unterschiedlichen Marktphasen sich unterschiedlich verhalten. Und wir wissen nie genau, was ist die Strategie, die in 5 Jahren rückblickend per se heute die beste ist. Vielleicht weiterhin Markt, weil die Neukalibrierung der Vermögenspreise abgeschlossen ist. Die Inflation kommt zurück, die Notenbanken werden die Zinsen vielleicht sogar wieder senken. Markt ist the place to be. Vielleicht wird es aber auch schwieriger und wir kriegen erstmal noch einen richtig starken Rückfall, weil die Unternehmen ihre Margen nicht halten können. Und wenn die Margen deutlich fallen, sind die Unternehmensbewertungen immer noch deutlich zu hoch. Das gekoppelt mit höheren Zinsen stellt sich die Frage, warum soll ich denn US-amerikanische Aktien kaufen mit einem Kursgewinnverhältnis von 20? Wenn ich auch Unternehmensanleihen in den USA kaufen kann, mit einer Rendite von über 5%, ohne das Aktienmarktrisiko. Also kurz, wir wissen es nicht. Hier im Rückblick, seit 1.1.22, hier sehen Sie mal 3 exemplarische Ansätze. Und Sie sehen hier, am besten hat funktioniert im Jahr 2022 die Trendfolger. Plus 12% war die beste Strategie. Die Trendfolger haben von den Trends profitiert bei den Anleihen und im Dollar. Das waren sehr schöne Trends, die die Trendfolger ausnutzen konnten. Das ist ein
beispielhafter Trendfolger. Ich nenne natürlich nie Namen, aber es ist etwas, was in der Branche eine extrem bekannte Adresse und ich glaube auch in Deutschland die bekannteste Adresse bei privaten Anlegern ist, also ein Trendfolger, den jeder kaufen kann. Wie gesagt, sehr stark profitiert von Trends auf der Anleiheseite und auch bei der Währungsseite. Dann sehen wir hier in Orange, das ist ein Fonds von einer großen Fondsgesellschaft, der zweitgrößten der Welt, die 60% Aktien auf Indexbasis mit 40% Anleihen auf Indexbasis mischt, also als Proxy für unser beliebtes 60-40-Portfolio. Und dann sehen Sie hier als Vertreter einer Strategie, wo wir einen Aktienindex haben und regelgebunden immer eine Versicherung gekauft wird, die 5% aus dem Geld liegt, eben hier von der deutschen Börse berechnet, der DAX Plus Protective Put. Und da sehen Sie im Endeffekt, naja, diese Protective Put Strategie hat eigentlich erstmal ganz gut funktioniert, weil sie hat im Endeffekt vielleicht auch mal ein bisschen Schmerzen mal nach unten reduziert, aber in der Gesamtbetrachtung kommt es aufs gleiche Ergebnis raus wie unsere 60-40-Strategie. Also, kurz gesagt, die eine Strategiekomponente hätte einen deutlichen Mehrwert gebracht, die anderen beiden Strategiekomponenten haben sich mehr oder weniger egalisiert. Wie sieht es aus, wenn wir das Ganze auf zwei Horizonte, auf zwei Jahre Horizont betrachten? Da sehen wir auch immer noch die Trendfolger vorne, 8% plus. Wir sehen im Endeffekt, das 60-40-Portfolio steht nach dem guten Jahr 21 und dem sehr schlechten Jahr 22 bei plus minus null und unsere abgesicherte Strategie steht eben bei 8% im Minus. Was sagt uns das für die Zukunft? Nichts. Und wenn wir dementsprechend im Detail hier nochmal schauen, dann sieht man das sehr schön, weil Sie werden natürlich gemerkt haben, es macht ja wenig Sinn, einen DAX-Index mit Versicherung mit einem gemischten 60-40-Portfolio globale Ausrichtung zu vergleichen, sondern der Mehrwert würde sich hier erschließen gegenüber dem klassischen Aktienmarktentwicklung, also eben dem DAX Performance Index, den wir alle kennen. Und da sehen Sie eben, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Warum? Weil Sie sehen es hier im ersten Rückgang, in diesem überraschenden Rückgang, Thema Kriegsausbruch, Russland, Ukraine, sehen Sie, hat es gut funktioniert. Der DAX ist stark abgetaucht. Und unsere Versicherung hat gut gegriffen, aber Sie sehen dann auch, der Markt hat sich normalisiert und am Ende des Tages sehen wir, dass unser klassisches Aktienmarktinvestment, wie über einem ETF, hat sich besser gehalten als unsere abgesicherte Variante. Für die Experten unter Ihnen, klar, das hat was mit den impliziten Volatilitäten zu tun, das hat was mit dem Fahrtverlauf zu tun, aber hier sehen wir nochmal sehr schön leicht unterschiedliches Verhalten. Wichtig ist aber auch wieder der langfristige Blick, weil zwei Jahre oder ein Jahr sind natürlich Unsinn. Und deswegen nochmal die Grafik dargestellt aus dem letzten Jahr, Zeitraum 1.1.2000. Sie wissen, Platzen der Technologieblase bis 30.03.2009, Tiefpunkt Finanzkrise. Und da sehen Sie, wow, da hat diese Absicherungsstrategie super funktioniert. Weniger Schmerz nach unten im Vergleich zum Aktienmarkt, höher geschlossen, höhere Rendite bei weniger Schmerz nach unten. Also, das wäre die ideale Strategie gewesen, wenn Sie am 30.03.2009 zurückgeschaut hätten. Also hätten alle was gekauft? Aktienmarkt mit Absicherung. Was waren dann die nächsten Jahre? 1.04.2009 bis 19.01.2022, das Datum unseres letzten Webinars. Da sehen Sie, der Markt ist ja mit Unterbrechung immer nur gestiegen, hat sich schnell erholt. Absicherung war schlecht. Klassischer Aktienmarkt wäre besser gewesen. Und das ist genau wieder der Punkt nach vorne. Niemand weiß, welche Strategie rein Markt, vielleicht unter Vermeidung der Nachteile, die marktkapitalisierungsgewichtete Indizes über ETFs klassisch mit sich bringen, oder Aktienmarkt mit Absicherung. Und wenn Absicherung, 5% Absicherung, 10 oder 15. Ich glaube, der Sweet Spot ist tendenziell eher zwischen 10 und 15%, weil es für weniger Absicherungskosten sorgt und auch wichtig ist, die Absicherung, sofern das jemand von Ihnen mal probiert, kaufen Sie nicht nur Put auf eine Laufzeit, kaufen Sie Puts auf verschiedene Laufzeiten, also beispielsweise 3, 6 und 9 Monate. Also deswegen auch nach vorne hin, Multistrategie hat einen Mehrwert gebracht im letzten Jahr. Der Mehrwert ist umso größer, je mehr man auch im Marktteil sich ein bisschen defensiver positioniert hat, als das, was die Indizes standardmäßig geboten haben. Denken Sie an das unterschiedliche Verhalten innerhalb der Aktienquote und vor allem, man musste eben diese großen Exzesse auf der spekulativen Ebene vermeiden. Aber auch das war ja durchaus möglich. Das heißt, nach vorne hin
bleibt es auch dabei. Multistrategie schlägt langfristig eine einseitige Ausrichtung. Also auch heute gilt, setzen Sie nicht darauf, dass die Welt untergeht und kaufen ständig Puts. Setzen Sie nicht darauf, dass die Trendfolger, die die letzten 2 Jahre das Maß aller Dinge waren, auch die nächsten 2 Jahre am besten funktionieren. Und sagen Sie nicht, ach, 60-40 Portfolio war ja schlecht, Aktienanleihen gemeinsam gefallen, mache ich jetzt was anderes. Auch das macht keinen Sinn, sondern es gilt nach wie vor, intelligent verschiedene Strategieansätze mixen, führt langfristig zu stabileren Ergebnissen. Sie wissen nie, wer der Favorit sein wird. Und die Experten auf YouTube sind ja immer nur die Experten, die dann in 5 Jahren per heute das Richtige getan haben. Da Sie das nicht wissen, als Anleger würde ich immer auf verschiedene Strategien setzen. Multistrategie statt Multimanager. Warum glaube ich, dass das Jahr 2022 keine gute Leitlinie ist für 2023? Zunächst mal das vielleicht dargestellt. Sie sehen hier an der rechten Skala, sehen Sie dargestellt die Linie in diesem Türkisblau. Und da vergleicht man, die Citigroup macht das, die erwarteten Inflationsdaten mit den real hereinkommenden Inflationsdaten. Also man misst die Überraschung. Und natürlich kann die Überraschung positiv sein oder negativ. Und was Sie hier sehen, im Jahr 2021 beginnt, ihren Exzess finden in 2022, ist eine negative Inflationsüberraschung. Das heißt, die Inflation kam deutlich schlechter, also höher herein, als man das erwartet hat. Gleichzeitig sehen Sie hier in der dunkelblauen Linie dargestellt, an der linken Skala, Abgleich der Konjunkturerwartungen mit den realen Konjunkturdaten. Und da sehen Sie, die realen Konjunkturdaten waren schlechter als das, was man erwartet hat. Also nicht absolute Betrachtung, sondern nur relativ im Vergleich zu den Erwartungen. Und jetzt sehen Sie aber ganz wichtig, beginnend auch im letzten Halbjahr oder in den letzten 6 Monaten, sehen Sie, die Inflationsüberraschungen werden immer weniger negativ, die Konjunkturüberraschungen wurden in der Relation positiver. Das heißt, wenn wir uns heute alles betrachten im Detail, ob das die deutschen Importpreise sind, ob das die Frachtraten sind, ob das viele andere Inflationsindikatoren sind, eine Inflationsüberraschung wie 2022, also in dieser extrem negativen Ausprägung, ist quasi ausgeschlossen. Wenn wir uns ja einig sind, dass die Inflationsüberraschungen zur Überraschung bei der Geldpolitik führen, dann heißt das jetzt ceteris paribus, weniger Inflationsüberraschung, weniger negative Überraschung bei der Geldpolitik, weil am Ende, ob die US-Zinsen jetzt bei 5 oder 5 ein Viertel landen, der Gamechanger ist doch dieses von quasi 0 auf 5. Und in der Eurozone ist es ja genauso. Die Frage ist nicht, ob es final 3,5 oder 3,75 werden. Aber 3,5 versus ursprünglich mal 0 erwartet, das ist der Gamechanger. Und ein Großteil davon ist ja bereits eingepreist. Also weniger Inflationsüberraschung, weniger Überraschung bei der Geldpolitik heißt auch, dass gemischte Portfolios werden in 2023 und vielleicht auch nach vorne hin weiterhin besser funktionieren als 2022. Also Diversifikation mit marktabhängigen Portfolios, Kombination Aktien und Anleihen ist nicht tot. 2022 ist kein guter Ratgeber. Vielmehr war 2021 wichtig, dass man sich die zugrunde liegenden Indizes anschaut. Bei den Anleihen Restlaufzeit und Bonität, bei den Aktien natürlich das Bewertungsthema. Positiver Trend bei den Inflationserwartungen, die man aus Swaps, aus sogenannten Tauschgeschäften ableiten kann. Wichtig ist, die Richtung ist nach unten gerichtet. Wo es final sein wird, können Sie sich lange drüber streiten, aber ich glaube, die größten Inflationsüberraschungen, die sind im Endeffekt erstmal raus. Muss auch von der Logik so sein, wenn Sie sich natürlich mal die relative Höhe der Inflation betrachten oder die Geldpolitik. Unwahrscheinlich, dass die US-Zinsen die nächsten 12, 15 Monate nochmal um 4% steigen. Kommen wir also zu den Anleihen. Auch nochmal die größere Bedeutung, das kurz dargestellt. Erstens, machen Sie sich bitte klar, Anleihen sind heterogen. Anleihen sind nach den Immobilien die größte Vermögensklasse auf der Welt, aber sie sind sehr, sehr heterogen. Viel, viel heterogener als beispielsweise Aktien. Unternehmen haben typischerweise eine Aktie, aber sie haben eine Vielzahl von Anleihen. Und Sie sehen auch, wie unterschiedlich sich diese Charakteristik hinsichtlich Laufzeit und Bonität, Stichwort Kreditrisiko, ausgewirkt haben. Hier mal Unternehmensanleihen Euro, also gemessen an der Benchmark, also ein klassisches Indexportfolio,
dargestellt über einen ETF oder auch über einen aktiven Fonds, der sehr stark an diesem Vergleichsmaßstab hängt. Da sehen Sie im laufenden Jahr, also Kalenderjahr 22, minus 8,5%, zwischenzeitlich der Verlust sogar zweistellig. Dazu schauen wir uns im Unterschied an, auch Unternehmensanleihen, also auch Kreditrisiko, auch Investment Grade, also vergleichbar nach der Bonität, aber variabel verzinst. Also der Zins wird alle 3 Monate an das neue Zinsniveau angepasst. Entwicklung minus 0,48%. Also Sie sehen schon, in beiden Fällen Unternehmensanleihen, ähnliche Bonitätsausrichtung, aber großer Unterschied bei der Restlaufzeit. Minus 8,5 versus minus 0,5. Also gleiche Anlageklasse, Unterschied lediglich im Wesentlichen in der Duration. Jetzt schauen wir uns nochmal die deutschen Staatsanleihen an. Laufzeit 0 bis 1 Jahr ist auch ein ETF. Minus 0,99, nicht besonders spektakulär. Schauen wir uns einen ETF an, Restlaufzeit 1 bis 10 Jahre, also Duration eher hoch, so um die 7, 8 Jahre, minus 18%. Also gleiches Bonitätsrisiko, unterschiedliches Zinsänderungsrisiko, extrem unterschiedliche Ergebnisse. Also Anleihen sind heterogen. Und auch wenn Sie oft in Presseartikeln lesen, konnte ja niemand ahnen, dass die Zinsen so schnell steigen. Das ist natürlich klar, das weiß, wusste keiner. Aber wir alle kennen die Grafiken aus sozialen Medien, aus der Presse, wo man gesehen hat, 15, 16 Billionen Dollar an Anleihevolumen rentieren negativ. Das heißt übersetzt, das war so, die Anleihekurse sind so stark gestiegen, um das negative oder Null-Renditeniveau zu reflektieren, dass sie Kursgewinne hatten. Aber Anleihen werden immer zu 100% zurückgezahlt. Das heißt, wenn Sie eine Anleihe hatten, die bei 110% notiert hat und die läuft noch 4 Jahre, dann wussten Sie, dass jedes Jahr geglättet 2,5% Rückgang stattfinden müssen. Das ist mathematisch nicht korrekt, aber nur zum Verständnis hier für die privaten Anleger, dass 2,5% Kursverlust da sein müssen, weil die Anleihe ja zu 100 zurückbezahlt wird. Und jetzt kam eben dieser Verlust nicht langsam und schrittweise über die Laufzeit, sondern sehr, sehr hart über diese extrem schnelle Bewegung bei den Zinsen und den Renditen. Deswegen ist es auch ein bisschen, naja, verzerrend, wenn man sagt, naja, die Zinsen sind so schnell gestiegen, das konnte keiner sehen. Das stimmt, aber was man wissen konnte, Anleihen, die negativ rentieren, haben sichere Kursverluste zur Fälligkeit. Und deswegen haben auch Anleihefonds und Mischportfolios diesen Ballast mit sich mitgeschleppt. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, müssen wir uns immer die Frage stellen, welche Rolle sollen Anlagen eigentlich erfüllen? Entweder natürlich Rücklage, da hat es lange Zeit keinen Sinn gemacht, eine Alternative zu suchen, weil das Tagesgeldkonto mit Verwahrentgelt war genauso gut wie eine kurzlaufende Bundesanleihe. Also sofern Sie nicht sehr vermögend sind und Gegenparteienrisiken für Sie keine Rolle spielen bei Banken, war das Thema, man lässt einfach auf dem Konto liegen. Jetzt hat sich die Welt geändert. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, welchen Zins kann ich verdienen? Weil die Banken haben jetzt wieder eine Zinsmarge. Und von daher kann die Überlegung sein, naja, für Gelder, die ich die nächsten 6 Monate nicht benötige, macht es jetzt Sinn, die Bank zu überspringen? Weil die Banken geben vielleicht mal 0,3 aufs Tagesgeld weiter, mal 0,5% für 6 Monate für Neukunden. Aber am Ende des Tages vereinnahmen die Banken die Zinsmarge. Wenn ich die selbst vereinnahmen will, kann ich mir die Frage stellen, macht es nicht vielleicht Sinn, meine Rücklage zu erweitern, zum Beispiel um einen Geldmarktfonds, wo ich vielleicht aktuell wieder 2% Rendite generiere. Ich lasse also die Zinsmarge nicht bei der Bank. Also Funktion 1 von Anleihen, nach dem Zinsschock wieder, es gibt was für die Rücklagen. Schlägt natürlich nicht die Inflation, aber der Sinn ist ja auch Rücklage und nicht Kapitalanlage. Wenn wir über die Kapitalanlage nachdenken, haben wir 2 Funktionen von Anleihen. Funktion 1, soll es meinen Aktienanteil stabilisieren? Also ist es diese Variante mit, ich habe meine Aktien als Wachstumsmotor und die Anleihen sollen die Rendite nur kletten, ist die Quelle für das Rebalancing und ähnliches. Das ist die erste mögliche Funktion. Dann ist wichtig, dass Sie darauf achten, keine Bonitätsrisiken und hohe Liquidität zu vernünftigen Preisen. Also typischerweise Geldmarktfonds, relativ kurzlaufende Staatsanleihen. Das stabilisiert, das nimmt Volatilität aus dem Portfolio. Das ist die Variante 1, die Rolle, die Anleihen erfüllen können. Die Variante 2 ist, ich sehe Anleihen als Ertragsbringer, weil wenn wir uns mal die Lage vergegenwärtigen, wenn Sie ein Unternehmen haben, ein Unternehmen verkauft Produkte und Dienstleistungen, generiert einen Umsatz. Aus diesem Umsatz ist der Lieferant zu bezahlen, das Personal zu bezahlen und der Staat zu bezahlen. Und dann
sind die Fremdkapitalverbindlichkeiten zu bedienen, also Zins und Tilgung. Und erst das, was übrig bleibt, das steht dem Eigentümer, dem Aktionär, für Thesaurierung, Dividenden oder weitere Investitionen zur Verfügung. Das heißt, der Eigenkapitalgeber, der Aktionär, kommt immer ganz zum Schluss, nachdem alle anderen Parteien bezahlt waren. Und da wir über Jahre keine Zinsen hatten, war die Eigenkapitalposition, die Aktionärsfunktion, die beste. Heute muss man sich die Frage stellen, wenn die Lage schwieriger wird, das eine ist, dass der globale Kapitalstock wird in Summe immer seine Fremdkapitalzinsen zahlen und Verbindlichkeiten tilgen können. Aber wie viel wird der Gewinn sein, der wirklich überbleibt für die Aktionäre? Und wenn Sie das dann noch in Relation setzen zum Schwankungsrisiko und zur Planbarkeit, könnte man heute durchaus argumentieren zu sagen, naja, ich hätte vielleicht eigentlich in meiner strategischen Struktur 60% Aktien, aber jetzt sind Unternehmensanleihen deutlich attraktiver geworden durch das gestiegene Zinsniveau. Also habe ich doch weniger Aktien und habe ein bisschen mehr Unternehmensanleihen. Und damit Sie das richtig rechnen, ist sich klar, dass Unternehmensanleihen tragen auch anteilig Aktienmarkt- und Konjunkturrisiken. Das heißt, je nach Restlaufzeit und je nach Bonität haben Sie einen gewissen Faktor. Vereinfacht gesprochen können 1% Aktien so viel Risiko haben wie 4% Unternehmensanleihen. Also beispielsweise, wenn ich 10% weniger Aktien halte, dann kann ich 40% in kurz laufenden Unternehmensanleihen bester Bonität halten. Habe ich Unternehmensanleihen, die eher schlechte Bonitäten haben, sogenannte Hochzinsanleihen oder sehr lange Restlaufzeiten in Unternehmensanleihen, dann ist das Aktienmarktrisiko höher. Und das heißt, je nachdem, mit welchen Anleihen Sie sich beschäftigen, mit welcher Charakteristik, müssen Sie das Risiko aus den Anleihen anders in die Aktienquote umrechnen. Weil dann gehen Sie nämlich in der Positionierung, denken Sie mal an den Weg des Geldes vom Umsatz über Lieferanten und Personal, über den Fremdkapitalgeber zum Eigentümer / Aktionär. Und so haben Sie dann eine sehr gute Idee, wie Sie sagen können, okay, ich möchte jetzt Unternehmensanleihen als Beispiel integrieren. Ich bekomme also Prämien für eingegangene Risiken und da sehen Sie schon ganz andere Bedingungen als bei der Stabilisierung des Aktienanteils. Für die Stabilisierung des Aktienanteils kurzlaufende Staatsanleihen / Geldmarktfonds. Als Ertragsbringer eher alternative Ergänzung zur Aktienquote, aber es muss anteilig in Aktienmarktrisiko umgesetzt werden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Welche Rolle will ich erfüllen? Insgesamt sehen Sie die Renditen auf Indexebene hier aktuell. Die sind natürlich stark gestiegen. Hochzinsanleihen 7%, Unternehmensanleihen Investment Grade 3,5%, selbst Bundesanleihen 5-jähriger Laufzeit 2% und Geldmarktfonds liegen ja heute auch roundabout bei ungefähr 2%. Also der Zins ist zurück. Also vielfältige Fragestellungen. Entweder, was heißt das auf der Seite Rücklage? Zinsmarge nicht bei der Bank lassen. Was bedeutet es im Portfolio? Stabilisierung oder Ertragsbringer, um mein Aktienmarktrisikobudget auch jetzt wieder anteilig für Unternehmensanleihen zu verwenden. Das sind die Kernfragestellungen, die Sie sich betrachten müssen. Und deswegen natürlich auch mal wichtig, schauen Sie sich einfach mal Unternehmensanleihen ETF an versus Aktien ETF, also Unternehmensanleihen Euro versus Aktienmarkt Euro, MSCI Europe oder ähnliches. Dann kriegen Sie relativ schnell guten Gefühl dafür, wie da die Zusammenhänge sind und mit wie viel Schwankungen Anleihen in Relation zu Aktien zu beschäftigen sind. Ganz langfristig geht man davon aus, naja, ob ich jetzt 80% Staatsanleihen und 20% Aktien oder 100% Unternehmensanleihen habe, es kommt aufs Gleiche raus. Betrachtung 1, das war auch die letzten 30, 40 Jahre so. Aber nochmal, wenn ich glaube, die nächsten 30 Jahre sind nicht wie die letzten 40 Jahre, dann kann ich mir schon die Frage stellen, macht es vielleicht Sinn, Eigenkapitalposition abzubauen und ein bisschen Fremdkapital aufzubauen, immer im Rahmen eines diversifizierten Portfolios, keine Klumpenrisiken, keine einzelnen Gläuberrisiken über ETFs. Auf Indexbasis kann man das ja sehr gut abbilden, aber denken Sie immer dran, zuerst auf den Index schauen, dann auf das Wertpapier, was das Ganze abbildet. Zinsstrukturkurve überspringen wir. Also das Positive nach dem Zinsschock. Wenn Sie vor dem Zinsschock gesagt haben, ich habe eine nominelle Zielrendite von 3% und für Anleihen haben Sie 1% kalkuliert, was vielleicht schon optimistisch war. Dann haben 60% Anleihen im Portfolio 1% generiert, ist ein Ergebnisbeitrag von 0,6. Das heißt, Sie mussten 40% in irgendwas investieren, was 6% Rendite abwirft. Aktien oder ähnliches. Um rechnerisch mit nur einem Beitrag von 2,4% auf die 3% Zielrendite zu kommen.
Heute bekommen Sie diese Zielrendite bei 3% Aktien mit Unternehmensanleihen Investment Grade. Also vollkommen neue Zinswelt. Also die Überlegung, auf denen Ihre Anlagestrategie basiert, im Marktteil, die muss heute deutlich anders sein als die Annahmen Ende 2021. Aber Inflation ist nun höher, strukturell höher wahrscheinlich, Diversifizierung immer noch sinnvoll, also sind auch Aktien auch weiter noch ein wichtiger Teil der Anlagestrategie. Denken Sie mal an das Thema Multistrategie, verschiedene Pfadverläufe, wie die Profis sagen, im Portfolio haben, weil Sie wissen nie, welchen Pfadverlauf nehmen die Börsenkurse und Sie wollen für unterschiedliche Pfadverläufe solide aufgestellt sein. Deswegen auch neue Aufgaben und Opportunitäten, Liquiditätsmanagement. Was ist wirklich Tagesgeld, weil Sie eine Anschaffung machen? Was liegt länger als 6 Monate? Was ist strategische Liquidität ab 12 Monaten? Und was ist eigentlich echte Kapitalanlage? Und mittlerweile, da es wieder Zinsen gibt, hat Kassenhaltung auch Opportunitätskosten. Nicht nur sehr langfristig, sondern auch kurzfristig. Das ist erstmal wichtig zu berücksichtigen. Und auch der Aktionär gibt heute deutlich mehr auf. In der Nullzinswelt hat man vielleicht für 7% erwarteten Ertrag nichts aufgegeben, weil der Zins war null. Heute sind vielleicht die Ertragserwartungen für Aktien 1% höher, also vielleicht 8, aber sie geben 4% sicheren Zins bei der sicheren Zins in Relation. Eher wahrscheinlichen Zins bei der Unternehmensanleihe auf. Also die Opportunitätskosten sind deutlich höher. Das muss natürlich Auswirkungen auf die Anlagestrategie haben. Insgesamt Blick über den Tellerrand, die Zeit haben wir nicht mehr, aber es gibt eine sehr schöne Studie von McKinsey, wo es darum geht, dass man klar macht, dass die Vermögenspreise in den letzten 40 Jahren, 30, 40, 50 Jahren unheimlich stark von dieser Geldmengenausweitung partizipiert haben. Also vereinfacht gesprochen, die Vermögenspreise sind viel stärker gewachsen als die zugrunde liegende Wirtschaftsdaten. Und eigentlich müssen ja der Werttreiber und der Vermögenspreis in der Relation stehen. Und da ist vielleicht etwas ein bisschen verrutscht, weswegen auch langfristige Statistiken, auch 40 Jahre, vielleicht nicht der ausreichende Schätzer sind. Na, immer mehr Schulden, immer mehr Vermögenswerte oder Rückenwind für die Vermögenswerte. Blick über den Tellerrand, wie kann man es angehen? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Haben wir weiter steigende Preise? Sehen wir eine Beschleunigung bei der Produktivität? Stichwort künstliche Intelligenz. Inflationieren wir uns aus der Krise raus oder bekommen wir eine nachhaltige Korrektur bei den Vermögenspreisen und ein Deleveraging, also quasi einen Schuldenabbau? Niemand weiß es genau. Und wenn Sie das mal nehmen, dass Sie verschiedene Umfelder haben könnten, ist es nochmal ein Argument für dieses Thema, verschiedene Strategien für unterschiedliche Szenarien, wie die Zukunft sich entwickeln kann. Bei alledem bitte immer die Gesamtperspektive wahren. Wenn Sie mich heute fragen, wie Sie finanzielle Fragestellungen angehen sollten oder wie Ihr Berater, Ihr Verwalter das tun sollte, zuerst der Vermögensstatus, saubere Vermögensbilanz, Kennzahlenanalyse, Strukturanalyse, saubere Liquiditätsplanung, die sorgt für weniger Stress in Marktphasen. Und dann schaue ich mir meine Anlagestrategie an, finanzielle Risikobereitschaft, Persönlichkeitsmerkmal, objektive Risikotragfähigkeit kommt aus der Vermögenszusammensetzung. Wie ist mein Anlagehorizont? Welche Ertrags- und Risikoerwartungen sollte ich haben? Denken Sie an das Thema langfristig, Erholungsphasen, vielleicht positiv verzerrt. Wie messe ich eigentlich meine Risiken? Wie schätze ich Risiken? Das führen Sie auf der Anlageebene, Kapitalanlage und Anlegerebene, persönliche Lebensplanung zusammen. Im Optimalfall schriftlich formulieren, was das bedeutet. Und dann kommen erst die Umsetzungsfragen. Aktive Manager versus passive Indexfonds, das ist ein großes Thema, was viel diskutiert wird. Suchen Sie einfach einen Ansprechpartner, der keine Provisionen bekommt. Dann haben Sie das Thema auf einen Schlag vom Tisch. Wie sieht eigentlich Risikomanagement ein und taktische Eingriffe? Will ich die haben oder einfach nur passiv mit Rebalancing? Wann und wo? Und wie sieht es eigentlich mit steuerlichen Aspekten aus? Auch da die steuerlichen Änderungen, die wir ja haben. Wir sehen jetzt auch wieder, die Vorwegpauschale kommt ja auch wieder zurück im Januar 2024, weil es jetzt wieder Zinsen gibt. Also, so kann man es durchdeklinieren. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen in diesem Ritt in rund 54 Minuten. Ich darf mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken. Genau, und darf nun das Wort zurück an Fabienne geben. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Vortrag. War total spannend. Vielleicht abschließend, was gibst du den Privatanlegern in 2, 3 Punkten mit? In 2, 3 Punkten
die Vermögensstruktur nicht auf kurzfristigen Schlagzeilen basieren lassen, die Regeln aus dem Jahr 22 sind kein Indikator für 23. Und wenn Sie Geld nicht nur für ein Jahr anlegen, sondern längerfristig, sollten Sie sich auch mit längerfristigen Zeitreihen beschäftigen, um ein vernünftiges Erwartungsmanagement zu haben. Weil die beste Anlagestrategie nutzt nichts, wenn Sie als Anleger schlecht vorbereitet sind und dann immer wieder emotional handeln und dann hinterherlaufen. Das wäre, glaube ich, jetzt der Kernaspekt. Und ja, die Details habe ich ja versucht, kurz und kompakt zu skizzieren als Denkanstoß. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Also viele Fragen, die Sie gestellt haben, wurden auch im Laufe des Vortrags behandelt. Wir werden einen Anleihenrhythmus einführen, da die Anleihen ja wieder an Bedeutung gewinnen. Von daher werden wir da auch auf zahlreiche Fragen eingehen. Wir laufen jetzt etwas aus der Zeit. Von daher bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, Christoph, bei dir für die Präsentation, auch bei den Teilnehmern. Es sind alle dabei geblieben, also ein größeres Kompliment gibt es ja nicht an den Referenten. Und ja, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Wir haben 3 ETF-Emittenten eingeladen und werden dann über ETFs sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gute Börsenwoche wünsche ich und bis zum nächsten Mal. Ja, schauen.